Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei GTA 5 Online Mit Zoll. mit Bermo, Lalulu und mit dem Eisenfresser und dem Doomsday heißt, der uns letztes Mal so schön wieder einfach den Erfolg geklaut hat. Ja gut, letztens ist jetzt schon ein bisschen her, ne? Letztens vor etwas über einem halben Jahr. Wir müssen es ja nicht sagen. Genau. Ach so, hey Luft, da fällt mir übrigens ein, ne? 8 Tage. Ich weiß, ich hab nur 8 Tage. Ich krieg das Video bis dahin fertig, auch wenn es scheiß Qualität sein wird. In jedem Fall werden wir uns wieder direkt ansetzen als Kriminelle Genie. Aber wenn das Spiel wieder einfach entscheiden soll, dass es nicht sein soll, dann machen wir die Heists einfach so durch, mit Hilfe von Munitionslösungsansätzen. Also fangen wir noch einmal von vorne an. Bitte lass es nicht funktionieren, sonst haben wir so viel, noch mehr, so viel Hey, Arbeit. noch mehr in die Grundschule. Datenleck-Situation. Here we go again. Yes, come in, come in, come Hey, in. lang nicht mehr gesehen. Have a seat anywhere. This is the one room in the country where we cannot be recorded. Can I take this mask off now? Do you know Halt die Fresse! Avon Hertz? Avon Hertz. Yes, the Avon Wer Hertz. bist du? Don't act all weird. I'm just a normal Wer ist da, genius. Frevan? I do very normal things like kitesurf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. Ich glaube dir I nicht. program and I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at Kann man schon mal klatschen. lots of things. Why isn't this person talking? Just Diese shot fragwürdigen at David Blicke. Hertz took his first company Dein public Ernst? when he was 22 years old. 21 and three quarters. I was worth $1.5 billion by the time I was 25. Gut, Chantal. I'm trying to save the world for fuck's sake, man, if it'll let me. Ivan was helping the IAA, the government. Helping the government? I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Thinking only better. That's my slogan, by the way. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into. Dieser When Hintergrund. whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone's trying to start a I'm war. not worried about it. I'm certain of it. The only problem is, I just don't know who exactly. And worse, Clifford doesn't know who. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of Stop it, Luke. supercomputers. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. I'm blushing. Give Clifford Glaub dir, data Clifford. and no more problem. Clifford was on to something, but now the data is gone. Gone. It has to be the Russians. Or the North Koreans. Or the Iranians. Or the Chinese using a proxy agent. The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid, of course we can help. There are three data thefts I Bezahl need you to unbreach, re-breach, broach. I'm a natural communicator. I'm mich. Im getting Hintergrund. off topic. Kann man No, ihn nicht this einfach so in die is Fresse the hauen? topic. How I've been treated. How Einfach die I've been Brechstange mistreated. auspacken. It's an American tragedy. Wo ist der Kill the Gesetzesbringer, wenn man ihn genius mal so that braucht? Wo ist numbskulls dem can take Dom? cheap Ihm die bribes. Jason-Todd-Behandlung geben. I'll pay you whatever it takes. We'll need serious cash. Six figures minimum. No problem. Geld. My share price is through the roof. Look, three problems. Three easy Drei. enough solutions. Could you stop talking like you're giving a Okay. keynote speech, Sind wir please? die Probleme oder die Lösung? Beides. Three data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. Who cares? Three simple solutions. One, data courier. Murdered on the streets of Los Santos. Grundschule. Bodies at the morgue. Oh, hey. The morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old fashioned. Das soll's analog. I love it. Retro. Problem two. Four of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow here. Okay, that sounds easy enough. What's the third? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, Ah, and die I have Server. no idea how to prove it, but if Oh someone nein. could get inside. Oh, just give me a minute. I know these stealth helicopters. These things. My lady put No, oh Avon, God. These all do seem
a bit random. Of course they seem random, because you are not a supercomputer. Clifford will solve it for us. Just give us more data. Faszinierend, es lässt einen Ordner mit FIB da stehen, hat auch seinen Hintergrund. Yeah. Good luck. Pleasure to meet you. You look nice in that shirt, Avon. I like your hair. Thank you. Shut up. Bugkillclifford.exe. So. Machen wir kurz ein paar neue Check. Ja, die Aufnahme läuft. Alles sweet. Was wollen wir zuerst nur abholen? Ich würde sagen, wir holen zuerst den Krankenwagen ab. Ja, die während ihr beide euch dann zum Deluxe begebt? Die waren in der Stadt unten, ne? Ja, die waren oben in Weinwort. Da könnt ihr direkt schon mal losfahren, während ich den Krankenwagen bestelle. Ja, das können wir. Alles klar, dann starte ich mal die Sanitäter-Ausrüstung. Hey, zumindest wenn wir, selbst wenn wir nicht das Kriminelle kriegen, wir kriegen zumindest Loyalität 3. Alter, die Gesichtsausdrücke, die mein Charakter während der Sequenz im Hintergrund gemacht hat, waren einfach genial. So unbeeindruckt immer. Ja, aber teilweise halt so wirklich Fortuna mittend. Dieser leere Blick. Okay. Wo ist mein Nummer? Hey, Loyalität 3 wurde zurückgesetzt, was soll's? Was soll das? Das ist nicht. Nein, das. Nein, nein. Notverdienst. Hallo, das ist 911. What emergency service do you require? Ich hätte liebend gern einen Notarzt. Paramedics are on route to your current location. Hier ist was ganz Schlimmes passiert. Jemand hat einen akuten Ligma-Anfall. Persönliches Fahrzeug. Da hinten. Ja, ich wurde bezahlt. Hey. Ah, es ist die Nightblade, nicht die. Oh. Es ist die Nightblade. Nicht Drag? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo es hin muss. Wieso ist die Polizei hinter uns her? Daran bin ich schuld, aber nicht mehr lange. Ich muss nur den Krankenwagen einsammeln. Wie könnt ihr jetzt schon hier sein? Lester! Die riechen sowas. Rückwärtsgang. Okay, scheiße. Keine Sorge, die sind gleich weg. Entfernen. Ah, scheiße. No problem. Natürlich hat es direkt einen Unfall. Lester, kannst du aufhören zu reden? Ja, tot. Toll. Krankenwagen abgeliefert. Schön. Hey, Luf, sei froh, du bist deine Sterne los. Aha. Hey Freunde, kommt mit! Wo bin ich denn jetzt? Oh, mein persönliches Fahrzeug wurde beschlagnahmt! Oh. Okay, keine Sorge, Luft drin. Bleib einfach da, ich hol gleich den Hubschrauber. Schön für dich. Ja, wenn du da stehst, kann ich dich mitnehmen. Mhm. Sind nutzlos. Wo ist meine Hakucho? Wenn du die bestellst, wird die Nightblade natürlich zerstört. Natürlich muss es 12.000... Was? Nein, ich hab die nicht bestellt. Ich hab die von den Insurance geholt. Ach so. Natürlich hat es 12.200 gekostet. Was auch sonst. Ja, natürlich. Also, Deluxus. Du weißt, was damit meinen, der Neve? Du meinst Versicherungskosten? 12.200. Goddammit! Diese Zahl wird uns für den Rest unseres Lebens verfolgen. Ja. SecureSurf, gib mir mal den Buzzard. Hupschrapp. Liest du dir gerade die Landkarte durch? Ja. Okay. Gifted to the state of San Andreas in 1941, Lago Zancudo was formerly a letty used by locals for trading. Since owned by the state, it has been transformed back to its original wild status, benefiting the local wildlife and enriching the lives of the thousands of visitors every year. Please enjoy and respect the wildlife and treat the environment with care. Ah, okay. Umweltschutz! Wo ist
Umweltschutz! Steig mal ein. Bin sofort da, es muss hier eben nur die Kippe fertig rauchen. Ich komme ja schon. Umweltschutz! Hey Leute, habt ihr eigentlich schon jemals die Tragödie von Puff the Magic Dragon gehört? Wait what? Um erstmal eine Kippe drauf werfen, mit dem Hubschrauber noch gelaufen. Jetzt habt ihr Kuster auch noch gegessen. Oh, es habt Bargeld bekommen. Na, ja, wurdest du da bezahlt? Hm. Warum Bar? Warum nicht? Ja, aber warum Bar? Luft, heutzutage, wenn mit Corona und all diesen ganzen Angelegenheiten, bist du dankbar für jedes bisschen Klopapier. Ja, gut, dass du lässt. Also, pass nur auf, dass du nicht aus dem Münzgeld als Klopapier benutzt. So. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. La la la, la la la, la la la. Also, was heißt denn, du fucking Idiot? Komm her. Luft? Ja? Was hältst du eigentlich von Schwerkraft? Nein. Hey. Ich würde sagen, wir machen eine schnelle Landung. Weil... Jetzt! Inwiefern... Das ist dein Ernst. Au. Hallo Eisen. Hallo Bermo. Wer ist da oben? Was ist das da? Au. Wo ist... Oh, ah, no. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Moment. Ach da, halt das mal! Wisst ihr, wie ich es ab und an mal in einer dieser Situationen bewege, aus denen es nicht wegkommen kann? Was ist jetzt schon getan? Es könnte eventuell rein theoretisch zwischen einem Baum und einer Wand sein. Moment! Oh nein, jetzt komm ich weg! Hallo, ja. Wie? Ich bin da gelandet mit dem Fallschirm. Okay, Sturmschrotflinte. Ja. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Didididididididid. Erstmal Lampen anmachen, das ist wichtig. Freunde, wir leihen uns was aus. Ah, Gott! Halt die Fresse. Piu, 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 wir sind aufgeschossen. Luf, wir sind zu stolz auf dich. Okay. Und los an das Customs. Nee, wo? Wie öffnen wir nochmal die Karte mit hier, ne? Okay. Achso, okay, goldener Faden. Ich hatte möglicherweise gerade mal Leute mit der Kamera gehabt, deswegen kam das Problem jetzt zustande. Ah, shit, also, du kannst ruhig zugeben, dass du zu doof zum Fahren bist. Nein, ich hab tatsächlich bin aus der Ego-Perspektive übergegangen. Ja, ja, ja. Weil ich die Kamera weiter rausstellen wollte, aber die war schon auf Maximum. Okay, ich bin zu blöd zum Fahren. Was ist denn mit den NPCs los? Die fahren direkt auf mich zu. Das Gefühl kenne ich irgendwoher. Ach ja, dieser nette LKW-Fahrer. Da ist der Wichser. Der eiskalt auf mich eingezogen ist. Oh, hier ist ein Stoppschild. Luft? Ja. Befahr das Stoppschild. Nein, ich hab's umfahren. Okay. Ja, ich weiß, es war auf der falschen Seite. Ich bin Engländer, okay. Ich bin Brite, ich darf nicht. Ich bin kein Geisterfahrer, ich bin Brite. Hey, Lothant of Custom, hallo. Ich würde sagen Chrom. Chrom klingt gut. Chrom ist immer gut. Einfach für Chrom. Chrom. Sekundärfarbe ist Chrom. Bist du sicher, dass du? Ja, bin ich. Ich bin fast da. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich hab's fast geschafft. Ich schwöre bei Abdul Halal. Go, go, Paraguay ist meine, go, go, rotes Auto. Da, 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 da. Da, da. Chrom. Da, da, da.
Ich komme in die Kurve, okay. Hallo, Los Santos. Boah, das ist so nervig, wenn du das Formel-1-Auto jetzt gewohnt bist, ne? Das einfach sich ganz anders fährt, meinst du? Ja, du kannst hier voll easy durch die, um die Ecken sneaken und alles, Vollgas. Endlich mal wieder driften können, ohne dass der Wagen sofort seine gesamten Reifen verliert. Ja, Eisen, ein Formel-1-Auto ist immer noch nicht dafür gedacht, zu driften. Wermo, mit genug Öl geht alles. Nein. Wenn ich die ganze Strecke in einen Ölteppich verwandeln muss, ich kriege den Wagen gedriftet. Weißt du, Eisen, die Fahrzeuge sind so konzipiert, dass die auf der Straße kleben. Ja. Aber du kennst mich. Ich schaffe es mit jedem Wagen, die Haftung zu verlieren. Ich sehe nur den Schatten. Du schaffst es auch, jeden Wagen zu schroten. Er ist nicht mein Wagen, bevor ich nicht geschrotet habe. Initiationsritus. Wenn ich dich damit mindestens einmal Thomas überfahren habe, dann ist es doch nicht mein Auto. Ich bin jetzt gegen die Wand gefahren. Was reifen wir? Da kommen wir Kratzer her. Der Kratzer kommt aus purem Fass. Au. Ach so, siehst du, ich musste übrigens, wurde ja heute meine Frontscheibe gewechselt. Ja. Und ich musste gar nicht so viel zahlen, wie ich eigentlich gedacht hatte. Oh, das ist nett. Wermo, fährst du gleich direkt wieder runter in die Stadt und Luxemburg den Wagen abgeliefert hast, kannst du ja zu, Du Forza weißt, dass Kugel du einen Hubschrauber rufen kannst? Ja. Gut, dann werfe ich gleich in der Stadt ab, wenn ich deinen letzten Wagen holen gehe. Denn ich würde sagen, ich gehe den letzten Wagen holen. Und Luft kann schon direkt nach zur Forza Kudo reinfahren, zum Signalturm. Und du kannst in der Stadt darauf warten, dass der Hubschrauber dann auftauchen wird. Ja. Oh, okay, ich brauch dich doch nicht. Mein Formel-1-Auto hat gesagt so, hey. Hey, du. Also, dann brauchst du nicht mehr zu fliegen. Du wirst definitiv ankommen, bevor ich wieder mit dem Luxor zurück bin. Oh Gott, oh je. Oh nein, oh shit. Schrabberkopter. Ja. Oh Gott. Ich hasse Autos. Ich werfe runter. Luft, es ist alles in Ordnung, solange du nicht in Wasser fährst. Das ist die oder eine Tankstelle. Tankstelle ist auch minimal unglücklich. Schrapp. Aha, da ist die Straße. So. Oh, eine Brücke. Ganz vorsichtig fahren. Jetzt muss ich übrigens mal gucken. Morgen kommt die nächste Hürde für mein Auto. Ah. TÜV. Okay, die Leute in der Nachbarschaft hier müssen sich gerade richtig darüber freuen, dass permanent Hubschrauber einschlagen. Nichts Persönliches. Nee, das ist die Definition von einem Drop-Off. Das ist meine Definition von einem Drop-Off. Was war das? Komm schon, Spiel. Kann ich nicht einmal elegant landen, ohne mich zu maulen? Nein. Okay. Ah. Oh, hey, hier liegt ein abgebranntes Hubschrauberwrack. Wie das wohl passiert ist? Was meinst du, weswegen der TÜV die Hürde sein wird? Na, der TÜV ist immer eine Hürde. Stellen Sie sich immer an. Haben Sie irgendwas gegen deinen Wurstblinker? Der Wurstblinker. So, ich stehe in der Stadt und erwarte dann meine Zielangaben. Jo. Luf? Ja? Wie steht der Status des Zurückbringens des Autos? Ich bin fast da. Es ist nicht in Flammen aufgegangen, brennt noch nicht und alles? Ja. Was heißt hier ja? Also noch alles gut, keine Sorge. Alles gut.
Ich bin da. Also, die Sache ist, die erste Hälfte des Wegs war super easy, kein Unfall, kein Mist. Und dann ist ein Abgrund runtergefallen und dann ist alles dem Park runtergegangen. Der Mensch in GTA fest, dass man länger als 5 Sekunden keinen Unfall gebaut hat. Ja. Truck spawned auf einem. Ja, ich hab einfach nur kurz drüber nachgedacht, oh, es ist noch kein Unfall. Ja, ich gehe zum Glück keine 5 Sekunden ohne Unfall, das heißt, das Spiel wird mich nicht mit Willkür strafen. Denn? Einfach in die Basis. Also zurück in die Basis. Ach, nee, nachdem du den Wagen abgeliefert hast, in die Militärbasis. Ja. Sofort zur Kuh, zum okay. Großen, zum, Einmal freundlich klopfen, die freuen sich. Wir haben jetzt zum Glück nichts gegen dich, weil du ja dank mir genehmigt hast. Da, wo der Hangar ist, ne? Da, wo der Hangar ist, korrekt. Chrom! Das ist ein Umweg. Aber okay. Du musst keinen großartigen Umweg fahren, du kannst, die Straße entlang dann über die Brücke.